Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine seelenwärmende Espresso-Joghurt-Sahnetorte, eine wirklich wunderschöne Torte für kalte und trübe Wintertage und einen gemütlichen Kaffeeklatsch daheim und vielleicht mit Familie und Freunden. Diese Torte besteht aus meinem hellen Sugar Princess Biscuit und einer cremigen Schokoladen-Espresso-Joghurt-Sahne-Füllung, also was richtig Feines. Und obenauf ist sie natürlich schön dekoriert mit Rosetten und Schokomokka-Bohnen. Das Rezept müsst ihr wie immer nicht mitschreiben. Ich verlinke euch das gerne hier auf dem kleinen i, beziehungsweise ihr findet auch alle anderen wichtigen Infos und den Link zum Rezept hier unter dem Videotitel in der Beschreibung. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und nun starten wir auch direkt mit unserer leckeren, cremigen Schoko-Espresso-Sahnecreme. Für die Creme benötigen wir 8 Blatt Gelatine oder entsprechend Agatine. Die weichen wir uns 5 Minuten in kaltem Wasser ein, wie immer. Ein bisschen untertauchen und beiseite stellen. So, und natürlich benötigen wir Espresso-Pulver für diese Torte, und zwar 3 Esslöffel. Dazu kommen 2 Esslöffel Backkakao und 40 Gramm Zucker. Das verrühre ich mir gerade miteinander. Ich gebe 150 Milliliter heißes Wasser dazu. Gerade schön verrühren, bis sich der Zucker und alles andere miteinander aufgelöst hat. Und das wird dann die Grundlage für unsere Creme. Sieht gut aus, es ist alles verrührt. Jetzt haben wir ja hier unsere eingeweichte Gelatine und die drücken wir jetzt einfach zwischen den Fingern aus. Einfach, dass das überschüssige Wasser dann möglichst wegkommt. Und jetzt können wir die Gelatine hier in unsere heiße Kakao-Espresso-Zuckerflüssigkeit geben und dort schmelzen lassen. Und ihr seht, wie sie schon einfach verschwindet. Ist immer lustig. Bei der Agatine würdet ihr jetzt einfach die Agatine mit dieser Flüssigkeit aufkochen. Und meistens muss sie dann 2 Minuten sprudelnd kochen. Das steht aber alles hinten auf der Packungsrückseite. Schön verrühren, dass die Gelatine sich ganz auflöst. Sehr gut. Das stellen wir uns gerade noch beiseite. Und jetzt gebe ich mir in eine größere Schüssel 750 Gramm Schokojoghurt. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Schokojoghurt natürlich auch selber machen. Dann müsst ihr ihn eben leicht süßen und ein bisschen Kakao hinzugeben. Auf diese Weise könnt ihr selbst bestimmen, wie er schmeckt. Ich habe jetzt einen gekauften genommen. Hinzu kommt 225 Gramm Frischkäse eurer Wahl, also euer Lieblingsfrischkäse am besten. Diese beiden Zutaten verrühren wir uns jetzt zu einer schönen, geschmeidigen Creme. Und wirklich so lange rühren, bis der Frischkäse sich gut aufgelöst hat. Wunderbar. Und jetzt müssen wir natürlich unsere Creme wieder angleichen, denn wir haben ja hier die Gelatine, die jetzt noch hier dazu soll. Und das werden wir wieder so machen, dass wir hier einfach 3 bis 6 Esslöffel von unserer Creme in die Gelatine rühren. Dann hat sie ungefähr dieselbe Temperatur und wir können sie dann zum Schluss hier unterrühren. Dann wird noch die Sahne untergehoben und dann ist unsere Creme auch schon fertig. So, los geht's. Ich gebe erstmal einen Löffel hinzu. Am besten gleich unterrühren. Dann den zweiten. Und die Nummer 3. Die kleinen weißen Pünktchen, das ist jetzt der Frischkäse, der sich noch nicht ganz aufgelöst hat. Und jetzt gucken wir hier, ist unsere Flüssigkeit angepasst an die Creme? Ist sie nicht zu warm, dass wir sie hier unterrühren können? Und unterrühren geben wir jetzt die angerührte Gelatine hier hinzu. Und ihr seht, was für eine wundervolle Creme das wird. Wahnsinn! Super lecker mit dem Espresso und der Schokolade darin. Schön rühren, dass nichts klumpt, falls es auch noch zu warm sein sollte. Deswegen immer so ein bisschen nach und nach hinzugeben. Das ist immer wichtig. Sehr, sehr lecker, diese Creme. Duftet schon gut. Hier könnt ihr jetzt auch noch mal probieren, ob sie euch
süß genug ist. Nun schlagen wir 250 Gramm Sahne steif und heben sie dann gerade noch unter die leckere Schoko-Espresso-Creme. So, die Sahne ist ausreichend steif geschlagen und wir heben sie uns unter die Creme. Gerade in zwei Portionen unterheben, am besten mit dem Schneebesen. Eine wunderschöne Farbe und die restliche Sahne. Gerade noch unterheben. Sehr, sehr appetitlich. Duftet schön nach dem Espresso. Gerade noch einmal mit dem Spatel hier durchgehen, dass man schaut, dass man wirklich alles miteinander gut verrührt hat. Und unsere Füllcreme für die leckere Espresso-Schoko-Sahnetorte ist fertig. Hier könnt ihr jetzt noch abschmecken, falls sie euch zu wenig süß sein sollte. Dann gebt jetzt noch etwas Puderzucker hinzu. Der löst sich dann gut auf. Da stellen wir uns gerade noch beiseite und kümmern uns jetzt um die Böden. Den Sugar Princess Biscuit aus der Form schneiden, vorsichtig. Ich kann euch diesen Biscuit nur wärmstens ans Herz legen. Wer ihn noch nie gebacken hat, der sollte ihn unbedingt einmal ausprobieren. Es ist wirklich der beste Biscuit, den ich kenne. Er wird schön hoch, er ist gelingsicher. Jetzt können wir uns hier schon aufmachen. Ja, und jetzt schneiden wir ihn zweimal horizontal durch. Ich habe das Messer schon auf 2 cm gestellt. Los geht's. Und der erste Boden ist geschnitten. Krümelt jetzt stark, weil ich ihn nicht gekühlt hatte. Also immer erst eine Nacht kühlen, dann krümelt er nicht so arg. Und ihr seht, ein wunderschöner Biskuitboden. Das wird unser Boden für die Torte. Und jetzt schneiden wir nochmal durch. Gekühlt schneidet er sich einfach wesentlich besser. Wunderschöne 3 Böden, richtig luftig und fluffig. Wir sehen uns gleich zum Füllen unserer leckeren Espresso-Torte. So, der erste Boden ist auf meiner Tortenpappe. Und ich gebe jetzt etwas Aprikosenkonfitüre hier drauf. Das ist optional, aber ich finde es super lecker. Ihr könnt auch einen Likör verwenden, Kaffeelikör natürlich, Espresso-Likör. Hier ist auch vorstellbar Pfirsiche mit in der Creme oder Kirschen. Und jetzt stellen wir unseren Tortenring hier drum, ziehen ihn schön fest, aber nicht zu fest, denn es müssen ja noch die anderen beiden Böden hineinpassen. Und so ein Biskuit lässt sich leicht zusammenquetschen, deswegen drückt nicht zu arg, nur dass es wirklich gerade passt. Jetzt geben wir hier ein Drittel ungefähr unserer Creme auf den Boden. Eine wunderschöne Creme ist das. Wahnsinn. Richtig lecker. So, in etwa. Natürlich schön glatt streichen. Sehr, sehr fein. Jetzt lassen wir uns den mittleren Boden vorsichtig darauf gleiten. Vorsichtig andrücken, nicht zu doll, einfach, dass er gerade schön sitzt, dass nichts an der Seite hochkommt. Und auch hier gebe ich jetzt wieder etwas Frucht auf den Boden. Verstreiche das. Jetzt wieder etwas von der Creme drauf. Ruhig ein gutes Drittel. Sehr, sehr lecker. Also diese Creme gefällt mir sehr gut. Ich habe sie auch nicht weiter gesüßt. Ich finde sie so gut. Jetzt kommt unser dritter Boden oben auf, sodass wir eine gerade Kante haben. Vorsichtig draufgleiten lassen. Und ihr seht, es ist wichtig, dass man den Tortenring nicht zu eng stellt. Jetzt kommt hier die restliche Aprikosenkonfitüre oben auf. Ich habe immer eine ohne Stücke und verwende da ein Glas von so etwa 270 Gramm. Nochmal schön verstreichen.
Das gibt der Torte das gewisse Etwas. Also man könnte die Frucht auch weglassen und stattdessen zum Beispiel Schokoladencreme aufbringen. Dann würde sie noch schokoladiger werden. Also da könnt ihr so ein bisschen variieren. Und das letzte Drittel, so in etwa zumindest, geben wir hier oben auf. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Creme. Ist wirklich wunderbar. Sehr, sehr lecker. Jetzt muss die Torte mindestens 3 bis 4 Stunden, besser aber über Nacht in den Kühlschrank. Die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, schön abgedeckt mit einer Haube und da rührt sich einfach nichts mehr. Sie ist wunderbar fest geworden. Wir werden sie uns jetzt aus dem Ring schneiden und sie dann final mit Sahne und Sahnehäubchen und den Schokobohnen dekorieren. Einfach vorsichtig mit dem scharfen Messer hier außen entlang schneiden. Am Verschluss vorsichtig rausholen das Messer und vorsichtig öffnen hier den Verschluss. So sieht unser Rohling aus. Wir werden ihn jetzt noch verkleiden. Dafür brauchen wir etwas Sahne für den Rand und natürlich für oben auf die Rosetten. Aber zunächst mal werden wir die Torte mit Backkakao bestäuben. Das müssen wir natürlich zuerst machen. Vorsichtig besieben. Ich habe jetzt hier so ungefähr 1 Esslöffel Backkakao verwendet. Bestäubt ist sie schon mal. Jetzt machen wir uns außen den Rand nochmal sauber, dass wir da die Sahne sauber dran bekommen. Und dann geht's los mit der Sahne am Rand. Ich nehme da immer gern etwas mehr. Ich habe jetzt so etwa 350 Milliliter mir steif geschlagen mit 2 Tütchen Sahne fest und 1 Esslöffel Zucker. Und jetzt werde ich mir hier an der Seite die Torte etwas einkleiden. Ich schlage mir die Sahne immer etwas weniger steif fürs Einstreichen an der Seite. Dann geht das einfacher. Und später für die Rosetten schlage ich sie dann nochmal fester auf. Ich gehe immer erst einmal grob um die Torte und dann mache ich die Feinheiten fertig. Auf diese Weise haben wir dann die Krümel erstmal gebunden und haben die nicht in der Sahne. Dann jetzt hier vorsichtig bis oben streichen und dann machen wir noch eine 2. Schicht. So, einmal ringsherum ist die Torte jetzt eingedeckt. Ich habe sie auch einmal noch mit der Palette so etwas abgezogen. Und jetzt gehe ich hier mit dem Zackenkamm einmal rum. Das müsst ihr nicht machen, aber sieht dann hübsch aus. Sehr schön. Sieht die Torte jetzt aus. Es schimmert so ein bisschen durch, das darf sein. Ich teile jetzt hier in 14 Stücke ein. Ihr könnt auch 16 verwenden. Gucken, dass es mittig aufsitzt, unser Tortenteiler. Und dann vorsichtig andrücken, dass wir nachher sehen, wo wir spritzen müssen. Perfekt. Und jetzt machen wir uns an die Rosetten. Ich habe wieder meine geliebte Rosentülle 1M. Und noch meine steif geschlagene Sahne, also richtig gut steif schlagen und spritze mir die Rosetten auf. Und die letzte. Perfekt. Wir haben noch ein bisschen Sahne übrig. Wir können also noch einen Schneckenrand außen rum spritzen. Das mache ich natürlich immer gerne, weil es einfach schöner aussieht. Es ist fast nichts mehr übrig. Endlich mal. Fehlen natürlich noch unsere Schokomokka-Bohnen und dann können wir sie zusammen probieren. Und da kommt jetzt auf jede Rosette 1 Bohne. Und die letzte. Und unsere wunderschöne Espresso-Sahnetorte ist fertig und wir können sie gemeinsam probieren. So, dann schneide ich das gute Stück mal an, aber vorher gibt es noch etwas Kaffee natürlich dazu. Thank you.
Und da kommt unsere perfekte Espresso-Torte mit hellem Biskuit. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Sehr, sehr fein sieht sie aus mit den schönen Schichten. So, ich freue mich aufs Probieren. Die Torte sieht sehr festlich aus, finde ich. Und sie duftet sehr, sehr schön nach Espresso. Richtig lecker. Kaffeedurst. Nochmal einen. Wunderschön, diese Streifenoptik. Also die Torte schmeckt sehr fein, sehr schön nach dem Espresso. Nicht zu bitter, aber auch nicht zu süß, also genau ausgewogen. Ich könnte mir noch vorstellen, die Böden tatsächlich noch mit einem Kaffeelikör zu trinken. Bei dieser Torte essen eh keine Kinder mit. Insofern könnte man das ruhig noch machen. Das würde das Tüpfelchen auf das i setzen. Ansonsten unbedingt ausprobieren, es schmeckt einfach traumhaft lecker. Das war meine Espresso-Sahne-Joghurt-Torte. Eine wirklich wunderbare, ganz klassische Torte. Besonders schön für einen Geburtstag, für ein Jubiläum oder vielleicht für den Valentinstag geeignet. Ich bin gespannt auf eure Fotos. Freue mich immer sehr darüber, wenn ihr mir was schickt. Am besten geht das über Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut. Viel Spaß beim Backen. Tschüss!